Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato. Die verführerischen Kaffeespezialitäten sind beliebt. Egal ob im Café oder stilecht vom Barista zubereitet. Schnelles Kaffeevergnügen für zu Hause versprechen Vollautomaten. Cappuccino auf Knopfdruck. Wirklich so gut wie handgemacht? Das hat auch die Stiftung Warentest interessiert. Wir haben 11 Kaffee-Vollautomaten getestet mit One-Touch-Funktion. Das heißt, die können alle auf Knopfdruck auch Milchschaum zubereiten. Das heißt, mit denen fließt Cappuccino oder Latte Macchiato auf Knopfdruck in die Tasse. 400 bis 1.100 Euro kosten die Automaten im Test. Ob Touchscreen oder Display. Alle bieten eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten an. Wichtig, die Sensorik. Crema, Geruch und Geschmack wurden bewertet. Insgesamt ist das Testergebnis positiv ausgefallen. 8 Maschinen haben gut abgeschnitten. Neben unseren normalen Sensorikprüfungen haben wir diesmal auch einen Barista engagiert, der sich nochmal Cappuccino und Latte Macchiato als Ganzes angesehen hat. Der Kaffee ist schnell gemacht. Die tägliche Pflege der Maschine kostet Zeit. Bei diesem Gerät wird die Prozedur zum Geduldsspiel. Ein Tipp: Achten Sie schon beim Kauf darauf, wie einfach oder kompliziert die Reinigung ist. Wann Sie entkalkt werden wollen, sagen die Automaten selbst. Die Unterschiede sind beachtlich. Einer meldet sich schon nach 80, ein anderer erst nach fast 1000 Getränken. Im Test haben die meisten Geräte mit gut abgeschnitten, darunter ein Schnäppchen für 400 Euro. Am Ende entscheidet der Geschmack. Fragen Sie im Laden nach einem Probegetränk, um herauszufinden, welcher Latte Ihnen am besten schmeckt. Ausführliche Informationen zum Test erhalten Sie in der Dezemberausgabe von Test oder im Internet unter test.de/espressomaschinen.